Hallo und herzlich willkommen zurück zu State of Decay. Ja. Freundenot. Gehen wir zu Sergeant. Hast du nicht gesehen? Der scheint wieder irgendein Army-Typ zu sein. Nein, jetzt nicht. Gehen wir mal zu dem Typen, der blinkt ja auch schon eine ganze Weile. Lass mal die Zombie-Horden ruhen. Die kommen eh immer und immer wieder. Das ist völlig stolle. Ja. Mal schauen, ob wir rüber können. Ah, was macht ihr denn hier? Anybody who wants to avoid court martial, stay where you are. Everybody else on me. Copy that, Sarge. Let's pop some heads. Oh, da ist ein dickes Monster da vorne. Don't worry. Well, at least somebody's got our six. Hey, try not to shoot us in the back, okay? Geht zu den Überlebenden, na, kommt mal mit hier. Hinter uns massenhaft Zombies. Das fette Schwein werden wir gleich noch umballern. What the fuck? Das ist anscheinend so fett. Auf geht's, Leute. Nachbarn entdeckt. Holy shit! Hier sind einige dabei. Einige Zombies, meine ich. Und natürlich von uns auch noch welche. Eine Pistole hat 16 Schuss im Magazin. Wahnsinn. Und da kommt draußen, kommt glaube ich noch das fette Viech, oder? Kann das sein? Oh, ein Versorgungsspind. Hi. Munition. Ungehorsam, holla. Cool. Sure. Boah, die sollen aufhören, rumzuwackeln, die Kamera. Tell you what. I've got some pull with the artillery pukes attached to my unit. I supply them with seized whiskey, and they rain hellfire on any hordes that happen to notice me and my boys. You get in a tight spot, give them a shout on the radio. I'll get the cannon cockers to send you a special delivery. But, we should get moving. That fight's gonna draw more of them here soon. I'll see you around. Wunderbar. Neue Aktion der Bibliothek vorübergehend verfügbar. Na holla. Schauen wir uns das doch gleich mal an, würde ich sagen. Ah, hier haben wir noch ein paar Ressourcen, ein bisschen was zu futtern und ein bisschen Vertrauen, also naja. Ein bisschen was haben wir hier geholt. Hässliches Kackteil. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz nach oben. Jetzt lässt sich sicherlich einiges auskundschaften. Alter Schwede. Ach du Kacke, ey. Ein Feld. Wahrscheinlich noch eine, ein Kreischer. Ja, ich sehe hier auch sehr, sehr viele Zombies. Da hast du allerdings total recht. Ich habe das Gefühl, es ist so ein Dicker. Und ich sollte hier schleunigst weg. Glücklicherweise können die hier nicht nach oben kommen. Nächster, runter mit dir. Alter Schwede, wie viele Zombies hier sind. Na, da ist das dicke Monster, wie schon gesagt. Alter, das zu lenken ist echt heftig schwer, Mann. Das Ding ist entweder schon so zerstört, oder es ist einfach echt zu beschissen zu lenken. Das Flugzeug abgestürzt, ist das dein Ernst? Holy crap! Aber schöne Gebirge und so weiter. Schön, schön. Schauen wir mal, ob die Rostlaube uns noch irgendwas nützen kann hier.
Nicht viel. Nicht unbedingt viel. Boah, ich so langsam, ey. Aber immer noch schneller als laufen. Und kann man speichern? Kann man speichern, wunderbar. Ab und zu mal speichern, nicht, dass hier irgendwas verloren geht. Sollte man meinen PC abcrashen. Attention citizens, if any of your loved ones have contracted what's being called black fever, we advise you to quarantine them immediately. While at this stage the army does not believe the disease is communicable, its onset is extremely unpredictable. An unexpected death will lead to spontaneous reanimation. Okay, jetzt gehen auch schon Krankheiten rum, wie geklappt. Okay, wie komme ich da rüber? So. Aber das ist trotzdem noch ein Zombie-Hau, den nervt. Aus dem Grund bin ich da ja nicht lang gefahren. Ja, und die kommt genau zu uns. Das ist doch kacke. Alter! Wie habt ihr mich so schnell gesehen? Alter Schwede, ey. Die kam schnell zu mir. Pam! Ja, mach du mal. Oh, ich muss wieder vorne suchen. Sehr kacke. Gut, die Tür ist zwar offen, aber hört uns keiner. Oh, da lebt noch einer. Materialressource. Na, kleine Mengen Material nur. Ärgerlich. Pam! Oh, ihr könnt zwar anklopfen, aber bringt euch nicht viel. So, was machst du denn hier so kleiner? Oh, lol. Lässt der Zombies für sich arbeiten, oder wie? Na, dann ist der da hinten wahrscheinlich auch noch ein Toter. Wow. Der war böse, Alter. Der war richtig böse. Ey, kannst du die mal alle erledigen, bevor du hier drin bist, du Penner? Alright, you're safe. Let's go, let's go. Thanks for coming to get me. I'm ready to leave now. Schön für dich, dass du jetzt... Alter! Für den Arsch, Alter! Mann, Mann, Mann! Na, ich habe hier wieder viel Baumaterial mitgenommen. Oder ein paar, jedenfalls ein Stück. Alter, zweimal. Okay, na dann auf geht's. Bevor die Zombie-Horde uns hier noch erledigt. Wow! Die sprang direkt auf mich. Die ist direkt auf mich gesprungen, ja. Holy shit. Das Ding bricht gleich auseinander. Echt beschissen läuft. Alter Schwede. Ah, wir haben wieder ein paar mal neue Materialien. Die Werkstatt müsste eigentlich auch bald erweitert sein. 15 Minuten sind da schon lange rum. Wow, massig Dinger dabei. Massig Munition. 123? Wahnsinn. 15 Baumaterialien. Das ist ja wunderbar, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, da ist der eine Freund in Not gewesen. Jetzt holen wir den anderen Freund noch. Suchen und retten. Na gut, das Auto kann ich, glaube ich, mal wegstellen oder in die Werkstatt stellen. die nutzt uns nichts mehr. Apropos, wir können in der Bibliothek neues Zeug machen, ganz kurzzeitig. Ah, das ist das Ding bescheuert zu steuern, ne? Apropos, wenn wir ganz kurz, Bibliothek. Einfache Werkstatt, da war die, glaube ich, nee, da ist die Bibliothek. Lass andere Überlebenskunden zur Bibliothek um für zwei Munition.
Okay, für 10 Einfluss können wir das gerne machen. Eine Stunde 29. Für 2 Munition ist das wunderbar. Hab ich nichts gegen. Oh ja, deswegen ist schon ein bisschen schneller, das Ding, ey. Und nicht so unglaublich schwer zu lenken. Ey, Viecher liegen auf dem Boden, das ist ja unfassbar. Die sind so frech, ey. Die tun so, als wenn sie tot wären und dabei sind sie es gar nicht. Super. Da freue ich mich doch schon wieder, ja. Anybody in here? Ja, ich mache natürlich extrem Lärm durch dieses... ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Na. Ah, über mir ist noch einer. Nichts gefunden. Ja, über mir ist noch einer. Wie auch immer ich hier hochkomme. Vielleicht... What? Da ist eine Leiter. Okay, da komme ich nicht so leicht hoch. Er wird doch wahrscheinlich wieder auf dem Dach gucken, der Typ. Komm schnell bitte aufs Dach. Gut, das ist kein Auto zum Einsteigen. Ich möchte mal ganz kurz umkarren. Ach, die Zombies, ey. Wahnsinn. Und dennoch ist ja noch einer. Ah, hier, links. Muss doch, irgendwo muss ich hier auch oben gehen. Time to move on. Ah, mein Gott. Gefährlich, gefährlich. So. Area secure. No Zeds here. Keine Aufklärungsmission hier? Okay. Wenn ihr das sagt, dann ist das so. I got nothing left. Jetzt, du hast nichts mehr. Du hast doch noch so viel. So viel hast du noch. Naja, das Ding will ich jetzt nicht mehr einschreddern. Dann werden natürlich alle auf mich aufmerksam. Brüll am besten noch ein Stück mehr rum. Die haben dich noch nicht laut genug gehört. Die sind genau wieder über uns. Ach, ist das Kacke. Ist das Kacke. Und wir brauchen neue Munition oder halt mal neue Lebensmittel. Das wäre echt mal eine nice Sache. So, hier haben wir noch was zum Ausplündern. Ja, hey, komm, hier müssen doch Lebensmittel drin sein, oder? Oh, da drüben ist ein Zombie. Der grinst mich doch so schön an. Und mein Lauf der Pistole, den grinst ja super. Auch total gut an. Oh, Medikamenten kannst du dir so in die Tonne stecken. Das ist uninteressant gerade. So. Na, noch einer? So wie ich höre, nicht. Drei Rechner, nee, 1, 2, 3, 4, so viele Rechner. Dann ist noch ein Schrank. Ja, wunderbar, ja. Ja, sobald ich das Ding fertig habe, dann komme ich zur Einweihung, gerne. Dann können wir die Werkstatt einweihen, richtig mal auf die Kacke hauen, auf die Karossen hauen. So, dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und sehen uns im nächsten Part von State of Decay wieder. Bis dann!